Ausbildungsalltag. Fallschirmjäger werden abgesetzt mit Hubschraubern. Es sind Teile der 2. Kompanie des Fallschirmjägerbataillons 251 aus Calw. Alles ganz normal, könnte man denken. Sichern, Spähtrupp durch den herbstlichen Wald und dann die Befehlsausgabe. Objekt, diese Richtung 300. Unser Spähtrupp hat soeben gemeldet, feindliche Gefechtssicherung in Stärke einer Gruppe, diese Richtung 200, nördlicher Rand des Objekts von Feind besetzt, Stärke unbekannt. Kompanie greift recht umfassend an, Ansatz der Kräfte wie bereits befohlen. Das Objekt sind Häuser. Denn diesmal geht's beim Soldatenspiel um eines der schwierigsten Ausbildungsgebiete im Heer, den Orts- und Häuserkampf. Mit der Leiter kann jeder. Aber mit dem Ast in den ersten Stock und dann noch ein paar Kilo auf dem eigenen Ast, das will geübt sein. Jägerstiefel als Bergschuh, selbst wenn dies nicht gleich die Eiger-Nordwand ist. Dann folgen die anderen. Aber auch mit dem Knotenseil hat so mancher militärische Klettermaxe seine Mühe. Sichern ist dabei das Wichtigste. Denn der Seilartist ist in diesen Augenblicken wehrlos. Deshalb gilt es so schnell wie möglich von der Bildfläche, sprich Hauswand, zu verschwinden. Weil paradox, die sonst von oben kommen, gehen jetzt in die Luft. Wo steckt der Feind? Ein kurzer Feuerstoß, Tür auf, Handgranate abgezogen. Hier bleibt im Ernstfall keiner Maus seine Chance. Und jetzt kommt der Rest der Truppe von unten. Über die Treppe geht's eben doch noch etwas bequemer. Dieses Haus ist damit erobert, aber wie sieht's auf dem Dach aus? Kaum zeigt sich die erste Schützennasenspitze, ist auch der Feind zur Stelle. Denn vom Dach aus hat man zwar einen guten Überblick, aber nicht den nötigen Durchblick durch die Mauern der anderen Häuser nämlich. In luftiger Höhe gibt man eine gute Zielscheibe ab. Und es könnte heißen, Hochmut kommt vor dem Fall. Vorsicht und Feuerschutz sind hier die Mutter der bekannten Porzellankiste. Häuserkampf ist eine harte Sache und auch im Frieden nicht ungefährlich. Auch das nächste Haus ist geräumt. Drei Dinge braucht dazu der Mann. MP, G3 und die Handgranate. Damit in geschlossenen Räumen umzugehen, ist gar nicht so einfach. Schließlich will man sich nicht selbst in die Luft sprengen oder vom eigenen Querschläger getroffen in den Beton beißen. Die Trümmerwüste. Ein neuer Partner für die Häuserkämpfer. Natürlich für beide Seiten. Trümmer sind ein ziemlich harter Partner, aber anpassungsfähig. Wie Flundern auf dem Meeresboden liegen sie da, kaum wahrzunehmen. Doch Flundern schießen nicht, das ist der kleine Unterschied, denn hier wird geschossen, wenn auch nur mit Platzpatronen. Dieser Übungsort liegt übrigens nicht auf einem Übungsplatz, sondern bei Karlsruhe. Er wurde dem Bataillon kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Vorteile sind enorm. Keine Anmeldungen und die Jäger dürfen nach Herzenslust und militärischer Notwendigkeit bauen, umbauen, einreißen und üben. Der Erfolg hat sich bereits gezeigt. Diese Kompanie hat im Häuserkampf das Zeugnis gut ausgebildet, bestimmt verdient. Solche Trümmer sind längst keine Stolpersteine mehr für die Kompanie aus Calw. Der Feind hat sich ins nächste Haus zurückgezogen. Und so fängt das Spiel, das hoffentlich nie blutiger Ernst werden wird, von neuem an.